Die Agentur für Arbeit bestätigt, lediglich 35% aller Stellen werden ausgeschrieben. Im Führungsbereich sind es sogar nur 20%. Allerdings fokussieren sich darauf 95% aller Bewerber. Stichwort verdeckter Arbeitsmarkt. Wie du also an die anderen 65% kommst, dazu habe ich mir heute den Experten Vincent Zeilmanns ins Interview geholt. Herzlich willkommen, Vincent. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Hallo. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um 6 hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Mein Name ist Bastian Hughes. Ich bin Business- und Karrierecoach und ich unterstütze Menschen dabei, ihr berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, sodass sie mit dem erfolgreich sind, was ihnen am meisten Spaß macht. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf eine spannende Podcast-Folge. Ladies and Gentlemen, bevor wir anfangen, du kennst es schon, Teil 1, Vincents Background, Vincents Story, er hat viele Jahre lang in der Wirtschaft gearbeitet, das wird er uns erzählen, auch welche Weiterbildung, Fortbildung er gemacht hat und was er heute tut. Ganz kurz für dich zur Information, er ist heute als Karrierecoach und Trainer tätig und macht noch eine ganze Menge anderer spannender Dinge, hat auch das ein oder andere Buch geschrieben, darüber werden wir uns auch unterhalten. Aber von der Aufteilung her, Teil 1, Vincent und wer Vincent ist und wie er zu dem gekommen ist, was er heute macht und warum er dir heute wirklich so viel über den verdeckten Arbeitsmarkt erzählen kann. Und Teil 2, konkrete Tipps, wie funktioniert das mit dem verdeckten Arbeitsmarkt, was heißt das überhaupt konkret und wie kannst du das Ganze für dich nutzen? Also, steigen wir direkt ein und zwar, Vincent, kannst du dich noch dran erinnern, mit welchem Bild von Arbeit du groß geworden bist? Ja, in meiner Zeit, ich gehöre noch zu der Babyboomer-Generation. Also das bedeutet, auf der einen Seite war da ein Bild von, wenn du drin bist, dann geht es ja auch ganz gut in den Arbeitsmarkt. Aber um einsteigen zu können, da gibt es durchaus Wettbewerb. Da gibt es auch andere, da gibt es viele andere. Und da musst du schon schauen, dass da du deinen Ellbogen auch so ein bisschen einsetzt und dass du das hinbekommst, um eben zu einem guten Job zu gelangen. Das ist interessant. Du bist wirklich in der Zeit aufgewachsen und hast Vorstellungsgesprächssituationen erlebt, wo teilweise 50 oder 100 Bewerber in einem Raum saßen, richtig? Und gewartet haben. Ja, das kann man wirklich so sagen. Auf der einen Seite war es einfach eine sehr, sehr gute Zeit und war es sehr attraktiv, in Brot und Butter zu stehen. Man hat auch gesehen, also die Leute, die in Arbeit haben, denen geht es exzellent. Aber genau wie du sagst, da war die Situation und das war auch alle Bewerbern klar. Das für mich gab es dann auch nochmal 10 andere. Also ich war einer von vielen und da waren dann natürlich andere Gegebenheiten wie heute, wo die Demografie ganz anders tickt. Okay, also ganz spannend. Ich hatte ja vor einiger Zeit Lucia im Interview. Die Dame hat über das Thema Bewerben 50 plus gesprochen, also beziehungsweise hat sie ihre persönlichen Erfahrungen geschildert, weil sie zu dem Zeitpunkt den Job gewechselt hatte. Und Lucia hat genau von derselben Erfahrung berichtet. Das sind ja so Dinge, die habe ich gar nicht miterlebt. Mit meinen zarten 34 und ich glaube auch viele Menschen, die hier zuhören, nicht. Und krass, dass es mal so eine Zeit gegeben hat. Und wie ging es dann für dich weiter? Weil du hast gesagt, Arbeit, es war nicht so einfach, da reinzukommen. Man musste schon früh lernen, seine Ellbogen auszufahren. Was war denn der Einstieg für dich in die Arbeitswelt? Ja, also ich würde vielleicht wünschen, oder es wäre vielleicht auch ganz praktisch, weil ich das auch viele Leute rate, um zu sagen, geh strategisch vor, plane, überlege, wer du bist, was deine Kompetenzen sind, wie deine Persönlichkeit tickt, was du dir im Leben wünschst. Schau dann auch, dass du eine entsprechende Ausbildung machst und guck, dass fachliche Kompetenz, Persönlichkeit gut zusammenkommen. Unterschätz nicht, wie wichtig das ist, wie du einsteigst und vergib nicht zu viele Jahre mit allen möglichen Dingen, damit du nachher wieder einen Schwenk machen musst. Und natürlich wäre es ganz authentisch, wenn ich sagen würde, also das habe ich alles bei mir auch so gemacht. Das ist nicht der Fall. Also ich kenne durchaus Leute, die unüberlegt ins Berufsleben eingestiegen sind und das auch bedauert haben und damit Zeit verloren haben, auch Lebenszeit verloren haben. Bei mir hat sich das alles zu meiner Freude sehr gut entwickelt, aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen mehr go with the flow.
gegangen und gar nicht so sehr überlegt. Und das hat sich im Nachhinein alles zu einem wunderbaren Bild zusammengefügt. Aber ich bin eher mit Trial and Error ins Berufsleben hineingestolpert. Und da haben sich immer mehr Konturen ergeben. Da habe ich immer mehr für mich selber entdeckt. Also was macht mir eigentlich Spaß? Was kann ich eigentlich gut? Und jeweils habe ich das Glück gehabt, dass ich auch an der richtigen Stelle die richtigen Leute gefunden habe, die mir den nächsten Schritt ermöglicht haben. So okay. Ein bisschen als Gesamtbild. Das ist natürlich wenig konkret, aber so ein bisschen als Teaser, als Taste, so wie mein Leben verlaufen ist. Mhm. Okay, und so die ersten Gehversuche in der Arbeitswelt hast du, weil du gerade sagtest, ne, am liebsten würde ich dir sagen, mach eine klassische Ausbildung, bla bla bla. Mhm. Bei mir war es eher Trial and Error. Was war denn der erste Trial and Error, den du dann gegangen bist in deiner Karriere, der allererste Job? Ja, also ich bin Holländer und habe, das ist auch ein anderes Ausbildungssystem, also da gibt es in den Niederlanden bis heute gibt es eigentlich nicht so die klassische Berufsausbildung, sondern man geht zu einer Spedition und ist nachher nicht Speditionskaufmann, sondern hat einfach Erfahrung bei einer Spedition gesammelt und kann dann zur nächsten Spedition gehen und kann dann einfach sagen, ja, okay, das beherrsche ich. Also das war auch sehr stark in meiner Zeit, weil das so, ich hatte das Glück, dass ich zu einem Zeitarbeitsunternehmen ging. Ich habe einfach gedacht, ich guck mal einfach, das war relativ einfach, um da irgendwie unterzukommen, irgendwas zu machen. Und die hatten dann eine Stelle in dem Hauptsitz, also und zwar die wollten eine neue Abteilung aufbauen, Lohnbuchhaltung. Und also es hat mit meinem weiteren Leben denkbar wenig zu tun, aber die fanden mich irgendwie nett und sympathisch und die haben mich dann da eingestellt für den Hauptsitz und da auch die Fähigkeiten beigebracht, also damit ich da mit meinen damals 19 oder 20 Jahre Abteilungsleiter und auch einziger Mitarbeiter wurde von der Abteilung Lohnbuchhaltung. Aber das war etwas Spannendes, weil damit hat sich die Verantwortung für alle Mitarbeiter, also um da die Steuererklärung und so weiter an das Finanzamt weiterzugeben und so weiter und so fort. Also es war eine recht angesehene Funktion auch. Also das war Trial. Das war noch kein Error. Okay, also anderthalb Jahre habe ich das auch gemacht. Error war vielleicht, dass ich von den Niederlanden dann nach Belgien gezogen bin und da den Job aufgegeben habe und da mal wieder was Neues angefangen habe, was viel mehr im handwerklichen Bereich war. Also da, ich will es auch nicht als Error sehen, aber da wurde es dann spannend und ging es dann nochmal wieder weiter. Total spannend, weil dieses Thema verdeckter Arbeitsmarkt, worüber wir ja heute sprechen, wenn ich manchmal Menschen zuhöre, die so aus der Zeit von früher sprechen, dann habe ich das Gefühl, ich glaube, verdeckter Arbeitsmarkt ist in der heutigen Zeit ein Modewort und früher war es ganz normal. Man ist einfach irgendwo hingegangen, keine aufwendigen Bewerbungsprozesse, hat sich vorgestellt, hat ein bisschen was gemacht und dann hatte man den Job. Kannst du das bestätigen? Ja, durchaus. Völlig richtig. Es war auch eine größere Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Also wenn man irgendwie den Wunsch hatte, sage ich mal, irgendwie anzupacken, was zu machen, also dann war das auch gar nicht so schwierig. Und wenn man irgendwo drin war, also dann wurde auch andere Kompetenzen gesehen. Also ich bin aus persönlichen Gründen bin ich nach Belgien gegangen, habe da mal bei einem amerikanischen Konzern in Brüssel angefangen und da zunächst einfach im Lager, dann bin ich auf einen Gabelstaplerfahrer, bin ich da rumgefahren, nachdem ich schon einmal diese anderthalb Jahre Abteilungsleiter, weil das war auch noch in meinen sehr frühen 20ern. Und dann haben die auch gesehen, also der Vincent, der kann auch noch irgendwas anderes, der spricht auch noch irgendwie Englisch und Französisch und so, was macht eigentlich auf einem Gabelstaplerfahrer? Da war dann ein Customer Service, war da im Büro, war da dann eine Notwendigkeit und die haben mich dann da reingeholt und habe ich dann nicht da weitergegangen und habe da eine sehr glückliche Zeit gehabt, auf die ich jetzt auch gerne zurückschaue. Und so ist bestätigt, was du sagst, mal anpacken, Leute sehen auch Potenziale und da war eine große Flexibilität.
Spannend. Also ich kann mir vorstellen, klar, ne, ein Konzern, du hattest ja gerade von dem amerikanischen Konzern gesprochen, ab einer gewissen Größe ist das noch möglich. Irgendwann wird es dann schwierig, aber auf der anderen Seite, vielleicht um das nochmal ganz, um so ganz kurzen Bogen nach außen zu spannen, siehst du denn heutzutage noch Parallelen zu damals, wie es so mit dem Bewerben geht, weil ne, unser Thema ist ja verdeckter Arbeitsmarkt. Ist es eigentlich gar nicht so anders heutzutage? Oder was ist deine Erfahrung? Ich denke schon, dass da eine zunehmende Akademisierung der Gesellschaft gekommen ist. Also Leute, die ich begleite, also für, ich sag mal, und das meine ich völlig wertfrei, aber wenn man von mir aus irgendwie in den Vertrieb wechseln will oder überhaupt einsteigen will, dann ist das Unternehmen schon sehr froh, wenn man irgendwie ein betriebswirtschaftliches Studium hat und das ist mehr oder weniger eine Eintrittskarte. Gell? Also viele Leute, die ich frage, wie sehr sie ihr Studium jetzt einsetzen können, in dem, was sie beruflich machen, die sagen also maximal zu 5%. Und es gibt auch wirklich viele Bereiche, natürlich nicht, wenn man Mediziner ist, aber also das ist ganz klar, dass da die Uhren anders ticken. Aber wenn ich jetzt in den Vertrieb von irgendwelche Ölpumpen gehe, dann ist es durchaus fraglich, wie sehr viel ich da einsetzen kann von meinem BWL-Studium oder ob da nicht einfach meine Einarbeitung in die Firma wesentlich, wesentlich bedeutender ist. Und somit würde ich schon sagen, dass es heute doch etwas starrer geworden ist, etwas akademischer, etwas komplexer, um ohne vielleicht entsprechende Bescheinigungen oder was dann auch seine Karriere zu machen. Das war früher, denke ich schon einfacher, ja, für mein Gefühl. Mhm. Okay. Auf der anderen Seite gibt natürlich unterschiedliche Gründe, warum es heute so ist. Gleiches Recht für alle und solche Geschichten und Vetternwirtschaft will man unterbinden und so weiter. Also es hat ja durchaus auch Vorteile, dass viele Dinge so ein bisschen starrer geworden sind. Aber gut, okay, also spannend auch zu sehen, dass wir, also es klingt fast so ein bisschen wie so eine Pionierzeit und heute ist es dann halt so, ich sag mal, professionalisiert und komplett durchorganisiert und ja, ich freue mich, wenn wir in der zweiten Hälfte wirklich darauf sprechen, wie gehe ich denn dann jetzt damit um, ja. Wie mache ich das dann? Wie ging es dann weiter in deiner Karriere, weil du bist ja auch, du hast ja gerade schon ganz kurz angerissen, eine kleine Leitungsfunktion übernommen, aber in deiner Vita, du hast ja wirklich auf ganz, ganz spannenden Ebenen auch gearbeitet in den letzten Jahren. Wie ging dann deine Karriere weiter? Ja, nee, ich kann gerne was dazu sagen. Also sehr gut, wie gesagt, die ersten anderthalb Jahre in den Niederlanden, also da haben alle gesagt, so Mensch, also hast du Glück. Nachher bin ich aus persönlichen Gründen nach Belgien, also da war es durchaus auch ein bisschen chaotisch, weil ich habe von dem Gabelstapler gesprochen und dann hat sich das dann auch ganz nett rausgestellt, bin in einem Customer Service gelandet und da war ich noch Anfang 20, bin mit 24 auch aus persönlichen Gründen, bin ich nach Österreich gegangen, also habe in Salzburg 5 Jahre gelebt und gewohnt und das war für die Unterstützung von einer Hilfsorganisation, das hat für mich eigentlich so Priorität gehabt. Und die allerdings ist da dann so ein Stück weit zusammengebrochen. Dann bin ich in Salzburg hängen geblieben. Da habe ich gedacht, okay, meine Prioritäten verlagern sich. Jetzt habe ich mehr Zeit, auch mich dem Beruf zuzuwenden. Und habe da dann ein Kosmetikunternehmen gesehen, was eine Stelle ausgeschrieben hatte. Und bin als Holländer damals in Österreich, habe mich darauf beworben. Und das war noch gar nicht so einfach, weil Österreich gehörte zu diesem Zeitpunkt noch nicht der EU an. Also das bedeutet, ich war Ausländer und dieses Unternehmen, wenn die mich beschäftigen wollte, musste dafür dann zum Ausländeramt und musste eine Genehmigung beantragen für mich. Okay. Die haben das dann auch gemacht und das war für mich dann ein Stück weit der Einstieg mehr in eine professionelle Karriere. Ich bin da im Bereich Supply Chain Management in Österreich habe ich angefangen und das war auch durchaus ein Stückchen Sympathie. Die haben auch gesehen, auch in der Vergangenheit habe ich ähnliche Dinge auch schon gemacht gehabt. Aber die haben mir eine große Chance gegeben, die ich dann eben auch wahrgenommen habe da in Österreich. Ich will nicht die nächste Frage vorwegnehmen, aber ich habe das recht gut gemacht und habe dann mit Ende 20
wurde jemand gesucht, der eine Verteilerzentrale aufbauen sollte in Luxemburg. Und die haben dann gemeint, also ich wäre der richtige Mensch dafür und hatte dann mit 29 plötzlich 45 Mitarbeiter zu führen und habe da in Luxemburg eine Verteilerzentrale aufgebaut, habe da dann sehr ordentlich verdient, irgendwie im Firmenwagen, sechsstellig, und das war irgendwie, ja. Mit Ende 20 hast du gerade gesagt, richtig? Ja, ja, mit Ende 20 war das schon auch ein Staunen von meiner Seite, wie das Leben einfach so spielen kann. Und ja, wie immer auch Glück auch ein Stückchen mitspielt. Gell? Also sogar irgendwelche sehr CEOs von DAX-Unternehmen. Es gibt 30%, die sagen, es war mein Fleiß und meine Durchsetzungsfähigkeit und meine Intelligenz. Und das hat mich dazu geführt, dass ich so erfolgreich geworden bin. Aber 70% der anderen, die sagen auch von, ja, war durchaus auch ein bisschen Glück im Spiel, dass ich der richtige Mensch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war und dass es einen Förderer, einen Mentor gab, der irgendwas gesehen hat und so meinen Weg geebnet hat. Und das Letztere würde ich auch durchaus bestätigen, wobei ich das Erste nicht damit außer Kraft setzen möchte. Nee, natürlich nicht, klar. Und dann mit Ende 20 das große Geld. Also ich stelle mir so vor, Ende 20 sechsstellig verdienen. Warst du noch über österreichische Verträge angestellt? Weil das sind ja auch für österreichische Verhältnisse wirklich sehr, sehr gutes Salär, ne? Also das ja, sollte man ja nicht machen. Also ich bin nach 5 Jahren Österreich, bin ich 3 Jahre in Luxemburg gewesen und da war, wenn man es rein monetär sieht, war es sogar noch besser als in Österreich. Also einmal war da noch eine Förderung auch, also dass ich steuerlich nochmal begünstigt wurde, weil ich Arbeitsplätze geschaffen habe. Und zweitens war das Gehalt an sich auch schon gut. Und ich meine, mittlerweile kenne ich auch Leute, das als kleine Randzeichnung, also weil ich habe hier in Deutschland, habe ich mit jemand gesprochen, dessen Bruder, der ist jetzt gerade in Luxemburg in Rente gegangen, der war 40 Jahre Gabelstapler und der hat irgendwie Netto-Rente von 3.500 Euro. Und dann habe ich gedacht, okay, also, aber deckt sich so ein bisschen mit meiner Erfahrung. Also jetzt, nach diesem Interview gibt es einen Ansturm auf Luxemburg. Genau. Das kleine Land, was richtig gut bezahlt. Ne? Also es ist gar nicht so weit weg von Deutschland. Ja, klasse. Ja. Okay, und und dann, was ist dann passiert? Also, dann warst du 3 Jahre in Luxemburg, hast richtig gut Geld verdient. Ja, ja, die haben mich, da fängt bald auch mal die Brücke zum, auch wenn das erst der zweite Teil ist, die haben mich weiterversetzt nach Stuttgart. Also da habe ich dann als Leiter Materialwirtschaft auch mit gleichen, sage ich mal, finanzielle Ausstattung und so weiter, habe ich da gearbeitet. Und dann habe ich 10 Jahre, war ich dann bei diesem französischen Kosmetikkonzern. Und dann war auch Ende. Ich war selber auch ledig, habe immer auch nochmal gedacht, von Mensch, ist das Leben nicht noch ein bisschen mehr? Da war auch eine schwierige Zeit, gerade für das Unternehmen. Und also ich konnte denen Gefallen tun, indem ich da eine Aufhebungsvereinbarung unterschreiben würde. War da auch selber eigentlich mal ganz glücklich, weil ich hatte keine Verpflichtungen, keine Familie, gar nichts nicht. Und habe auch irgendwie gedacht, naja, vielleicht ist das Leben noch mal ein bisschen noch was anderes als nur Kosmetik. Und habe dann, fand es total super, super gut und super spannend, um zu sagen, okay, jetzt mit Anfang 30 kann ich mal überlegen, wie soll es weitergehen. Und genau, also da habe ich dann für mich gedacht, von das Gleiche zu machen, was alle anderen machen, ist das so intelligent? Ich weiß nicht, aus einem Impuls heraus habe ich da eine Anzeige aufgegeben in der Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ich will nicht sagen, dass heute alles noch genauso funktioniert, aber ich habe einfach eine Anzeige aufgegeben, Leiter Materialwirtschaft, eine Stellensuchanzeige. Das war damals noch in der Mittwochzeitung. Und ein Spalte, ich habe da 125 D-Mark damals noch bezahlt und habe dann 73 Zuschriften gekriegt. Also, ach du meine Güte. Ja, also das war für mich auch so eye-opening. Da habe ich irgendwie gedacht, Mensch, also
ist es nicht viel einfacher, um deine Stärken kundzutun, um deine Wünsche, was du möchtest, irgendwie zu artikulieren und damit sichtbar zu werden und dass dann die Unternehmen sich bei dir bewerben, statt dass du dich bei Unternehmen bewerbst. Und das war so ein bisschen Anfang auch, dass die PCs da so gang und gäbe wurden und das war natürlich mal ganz praktisch. Also dass ich da dann meine Bewerbungsunterlagen konnte ich dann standardisieren und 73 Leute wollten alle das Gleiche von mir, die wollten mal wissen, wer verbirgt sich dahinter in so diese Stellensuchanzeige. Und denen konnte ich dann alle auch die gleiche Information zuschicken und nachher letztlich auch aussuchen. Und das war mein erstes Aha-Erlebnis, was ich weiterhin dann auch in weiteren, sage ich mal, Stellen suchen beibehalten habe. Also die Welt hat sich natürlich noch weiter ein bisschen geändert, also mit Internet und so weiter und so fort. Aber das Prinzip ist gleich geblieben, also dass ich gedacht habe, anstatt mich auf eine ausgeschriebene Stelle zu bewerben, macht es mehr Sinn, selber sichtbar zu werden und selber den Arbeitsmarkt in der Art und Weise zu bestimmen und zu bespielen, wie ich das wollte und mich somit auch auf Jobs zu bewerben, die man nicht sehen kann. Und da war diese Aktion von der FAZ war eine erste Kostprobe, um zu sagen, es gibt Jobs. Ja, und offensichtlich gab es auch 73 Leute, die mich kontaktiert hatten. Alles Jobs, die ich nicht sehen konnte, aber dadurch, dass ich mich selber sichtbar gemacht habe, dadurch eine Reaktion ausgelöst habe. Ist total spannend, dieses Thema Sichtbarkeit auch nochmal aus der heutigen Zeit betrachtet, weil wenn wir über Sichtbarkeit heute reden, dann sind wir ja meistens bei Xing und LinkedIn und mache irgendwelche Posts und kommentiere irgendwas und so. Und damals, ich sag mal, das Business Social Network Xing war dann eher die Inserate bei der FAZ als Stellensuchender. Spannend. Also Es gab noch eine Zeit vorher. Ja. Ja, aber super spannend, vor allem auch so viele Zuschriften zu bekommen. Und klar, zu dem Zeitpunkt haben sich ja auch alle ganz klassisch beworben mit Bewerbungsunterlagen. Und das war ja, ja auch so, ich vermute mal so die Zeit, ne, wo du, dann hast du deine Eltern reingeschrieben in den Lebenslauf und dann hast du hier noch und ganz viel Mehrwert. Und du machst es einfach andersrum. Spannend. Also finde ich total interessant. Und ja. Jetzt hast du dann diese Zuschriften bekommen, hast dann, wie ging es dann weiter? Vorstellungsgespräche gehabt? Ja, absolute gute Frage. Gleichzeitig, genau in dieser Phase, war auch ein guter Freund von mir aus dieser Zeit, wo ich noch mehr etwas idealistischer unterwegs war für diese Hilfsorganisation, der hat dann Wind davon bekommen, dass ich plötzlich verfügbar war und der hat, ebenfalls Niederlander, hat in Dortmund ein eigenes Trainingsunternehmen gegründet. Aha. Und er hat gesagt, Vincent, ich weiß, du bist in Vorstellungsgespräche und du bist schon dabei, dich festzulegen, aber ich will dir auch alternativen Angebot machen und zwar ich kann dich exzellent gebrauchen. Ich kenne dich natürlich auch seit vielen Jahren und würde mich sehr freuen, wenn du in Dortmund zu meinem Unternehmen dazustoßt und mit einsteigst. Und das war für mich sehr berechenbar, war auch attraktiv, war nochmal eine andere Schiene, um zu sagen, neben dem Angestellterverhältnis mehr das Unternehmertum mal ausprobieren. Und das habe ich mit ihm zusammen gemacht. Und das ist auch ein Unternehmen, auch wenn ich nicht immer zu 100% dieses gemacht habe über die vergangenen, sage ich mal, Jahre oder Jahrzehnte, ist es ein Unternehmen, was bis heute existiert und in dem ich auch bis heute tätig bin. Und wenn ich heute über einige andere Stationen hinweg tatsächlich sage von, okay, Karrierecoaching, Outplacement mache ich heute, dann ist es tatsächlich im Rahmen von diesem Unternehmen, was ich da vor diesen, ja, sage ich mal, ungefähr 30 Jahren mit ihm zusammen gegründet habe. Also das war letztlich meine Entscheidung und darin bin ich auch 5 Jahre zu 100% tätig gewesen. Obwohl da alternative Möglichkeiten lagen, hatte ich mich doch dafür entschieden.
Wow, also vor allem auch diese Zeit durchzustehen, ne? Die Auf und Abs, weil war ja nicht immer rosig. Ich meine, gut, ich darf auch lernen, dass Karrierecoaching und Outplacement antizyklisch sowie zyklisch ist. Also es ist ganz spannend und unterliegt eigentlich gar keinen Veränderungen in der Konjunktur. Dann hast du das quasi mit ihm aufgebaut. Das war dann auch so für dich der erste Schritt in Richtung ja eine Art von Selbstständigkeit im Prinzip. Ja. Ne? Ja, kann man tatsächlich sagen. Also ich hatte begünstigende Umstände. Ich bin wahrscheinlich jemand, der in seinem Leben auch sehr viel Glück gekannt hat. Ich hatte noch immer keine Familie. Mittlerweile bin ich verheiratet, habe 3 Kinder. Damals war ich noch unverheiratet und hatte natürlich 10 Jahre Karriere in der Kosmetik hinter mir, auch entsprechende Rücklagen. Also von dem her war das jetzt völlig risikolos, um zu sagen, ich probiere das mal aus, weil auf der einen Seite waren keine Kosten oder geringfügige Kosten, auch in Stadt wie Dortmund ist noch ein bisschen anders wie Berlin, München oder wie dann auch, also ich habe da sehr günstig gewohnt, wie gesagt, keine Familie, kein Partner und auf der anderen Seite Rücklagen, also das waren natürlich denkbar ideale Umstände, um sowas zu machen und das ging auch sehr ordentlich, ging sehr gut. Weil es ich auch nicht startete bei Punkt Null. Er hat schon 2 Jahre hinter sich, quasi als One-Man-Show und hat darin auch schon akquiriert. Also das Nest war auch schon ein bisschen gemacht. Also von dem her, bevor mir jetzt irgendwie Heroisches zugedichtet wird, also das war eigentlich eher gepampert. Und ich habe das 5 Jahre gemacht, ging auch exzellent. Ja. Und habe dann allerdings meine Frau kennengelernt und irgendwie hat neben der Selbstständigkeit mit meinem Partner auch noch mal ein bisschen gezogen, so die Internationalität, so die schöne Welt der Kosmetik und so weiter und so fort. Und bin dann, nachdem mein ein ehemaliger Kollege von mir aus der Kosmetik da in einen anderen Kosmetikkonzern eingestiegen war, eine amerikanische Kosmetik in München, hat er mich gefragt, ob ich nicht dazukommen wollte und da eine Managementposition da nochmal auch übernehmen und habe es dann gemacht. Mit meiner Frau bin ich dann nach München gezogen und habe da schwerpunktmäßig 5 Jahre dieses gemacht, nebenbei auch meine Selbstständigkeit beibehalten gehabt. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ne? An ja. Nagelgang oder weitergemacht, krass. Ja. War auch alles vertraglich verankert, war völlig okay. Habe das 5 Jahre gemacht, München genossen, Frau genossen, alles genossen. 2 Söhne wurden da geboren in München. Und dann hat diese amerikanische Konzern hat diese Sparte verkauft an ein Venture Capital Unternehmen. Habe plötzlich einen anderen Chef gehabt und der hat mich dann als Geschäftsführer nach den Niederlanden versetzt für dieses Kosmetikunternehmen als Holländer, war mit einer deutschen Frau verheiratet und bin mit einer deutschen Frau verheiratet und deswegen sind wir auf der anderen Seite der holländischen Grenze, wo ich jetzt noch immer wohne, in Emmerich am Rhein hängen geblieben und habe da noch dann nach 5 Jahren München noch 2 Jahre weiter auch die Geschäftsführung für diesen Konzern in den Niederlanden betrieben. Okay. Genau. Okay. Ja. Und wie würdest du hattest gerade schon ganz kurz angerissen, Karrierecoaching, Outplacement, wie würdest du beschreiben, was du heute machst? Ja, das ist eine gute Frage, bevor es allzu verwirrend wird. Genau. Also wir sehen auf der einen Seite sehen wir so ein Kanal oder eine Richtung, das war so Angestelltenverhältnis. Nebenbei habe ich immer so die Selbstständigkeit gehabt, also mit diesem Unternehmen, was ich mitgegründet habe, diesem Trainingsunternehmen. Training ging natürlich auch einher, so ein Stück weit mit Beratung, mit Coaching auch. Und tatsächlich hatte ich die Erkenntnisse, die ich gewonnen hatte aus meinem eigenen Leben, um solche Aha-Erlebnisse wie mit der Frankfurter Allgemeine, hatte ich auch das Gefühl, da liegt auch ein Stück weit Verantwortung über diese Erkenntnisse. Und zwar auch meine Umgebung hat mittlerweile bei mir festgestellt, dass gesagt, Vincent, du bist ein Ausländer, du lebst hier in Deutschland, deine Qualifikation, naja, nach deutschen Verhältnissen, ne? Für Holland kann das ganz toll gewesen sein, aber hier in Deutschland so guckt man schon ein bisschen anders darauf. Und dennoch bist du irgendwie von
Sachbearbeiter über Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Geschäftsführer und das auch mehrmals geworden. Also wie hast du das gemacht? Und da habe ich gesagt, ja, auf der einen Seite bin ich ein glücklicher Mensch und weil ich auch, was ich schon erwähnt hatte, manchmal der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und das war durchaus auch verbunden mit strategischen Ansätzen. Also um tatsächlich zu sagen, es gibt einen verdeckten Arbeitsmarkt, wie kann man da sichtbar werden, wie können dann Unterlagen überzeugen in kurzer Zeit, prägnant und so weiter und so fort. Und also das hat angefangen mehr im Bekanntenkreis, also mit Tipps, und das hat sich irgendwie weiter rumgesprochen. Also, und irgendwann habe ich da mal kommerzialisiert, habe ich auch ein Seminar daraus gemacht, habe ich gesagt, okay, Job Hunting, das werde ich jetzt auch durchführen. Da kamen dann noch viele Leute, daraus hat sich dann wieder Coaching ergeben. Und eines Tages hatte ich jemand begleitet, der bei dem Karriereportal Jobware gelandet ist. Und dann in 2008 hat dann Jobware bei mir angefragt und gesagt, ob ich nicht auch da kommerzielle Dienstleistungen anbieten wollte, die auf deren Webseite übernehmen würde, Karrierecoaching, telefonische Beratung, Unterlagencheck und so weiter. Und die waren auch die Erste, die gesagt haben, ja, wir wollen gerne für unsere Kunden ein Buch zur Verfügung stellen, willst du das schreiben? Wow. Das war natürlich dann auch relativ einfach. Die haben dann gesagt, so, ja, die haben 5 Verlage, haben die angesprochen, die alle 5 gerne dieses Buch rausgeben würde. Wir haben uns dann für einen Verlag entschieden. Aber damit war ich dann plötzlich auch ins Verlagswesen und wo ein Buch das erste Mal angefangen hatte, auch schon mit Thema verdeckter Arbeitsmarkt, mein neuer Job, mittlerweile auch noch immer erhältlich am Markt. Also in 4. Auflage mittlerweile, da ist dann auch mal ein 2. Buch gefolgt, geheime Tricks für die Jobsuche, mittlerweile in 3. Auflage und dann danach auch nochmal ein 3. Buch, Bewerben 4.0, in diesem Jahr in 2. Auflage rausgekommen. Aber da hat sich aus dem eine hat sich dann so das andere ergeben. Aber ich denke, so ein Wendepunkt war tatsächlich der Kontakt zu Jobware, wo die dann gesagt haben, Vincent, was du da so mehr im Verborgenen betreibst, also wollen wir wollen dich ein Stück weit mehr sichtbar machen. Wow, wow. Also was auch für ein toller Zufall, ne? Also beziehungsweise... Ja. Ne, dass der dann auch direkt an dich gedacht hat, sich an dich erinnert hat, gesagt hat, hey ja. Mensch, das, was ich hier gelernt habe, super. Dann die Bücher, ja. die daraus entstanden sind. Also das ist ja der Wahnsinn, ne? Also klasse. Ja. Ja. Also auch, ja, bis heute nach über 10 Jahren gut in Kontakt mit denen und die haben ja. natürlich die Website mal geändert, aber also der ist noch immer da, auch bei Jobware und jedes Jahr also tauschen wir aus und ich kenne die Leute da recht gut und da ist viel Wertschätzung, genau wie du sagst. Also das Leben spielt manchmal sehr, sehr positiv. Ja. Klasse. Also finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Geschichte auch zu erzählen, wie sich das Ganze ergeben hat, wie du dann natürlich ja auch über die Zeit dann, ich sag mal, die Expertise, die du, ich sag mal, hands-on einfach gemacht hast aus der Idee ja. heraus, professionalisiert hast, daraus Strategien entwickelt hast. Und ich freue mich, jetzt wirklich mit dir im zweiten Teil über diese konkreten Strategien zu sprechen. Ich höre schon die Damen und Herren, die hier mit den Hufen scharren und sagen, jetzt hau mal ein paar Tipps raus. Lass uns vielleicht nur ganz kurz umreißen. Ich meine, wir haben es gerade eben schon zu Beginn angesprochen, so ne, einfach hingehen und sich vorstellen. Das funktioniert ja heutzutage nicht. Aber was heißt denn genau verdeckter Arbeitsmarkt? Hast du da vielleicht ja. nochmal ja, eine Art ja. Definition für uns? Ja, ich will noch eine mini kleine Lücke auffüllen und dann beantworte ich deine Frage. Weil selbstverständlich, der Kontakt mit Jobware war einfach gut. Da habe ich natürlich dann auch eine eigene Website entwickelt und die haben mir auf den Sprung geholfen und dadurch war auch eine Sichtbarkeit, Bekanntheit und da habe ich jetzt in den vergangenen 20 Jahren um die 800 Leute in ein neues Angestelltenverhältnis hinein begleitet. Also einmal Leute, die das aus eigener Tasche bezahlt haben, also das Karrierecoaching. Zweitens kamen dann auch immer mehr, kamen Leute auch nochmal auf die zu Unternehmen, die sich fair vom Mitarbeiter trennen wollten und die dann eben da die Kosten übernommen haben. Das war nochmal eine ganz andere Größenordnung, wo dann eine Begleitung war bis zum
Erfolg, ne? Das ist, war so die, das Outplacement, wo ich dann auch unterschrieben habe, ich begleite diese Leute so lange, bis sie einen neuen Job haben. Also ja. Nicht irgendwie ein Zeitkontingent, sondern wo es dann wirklich auch um die Wahrheit ging, ne? Weil da war der Auftrag erst abgeschlossen, wenn Leute vermittelt waren. Genau, das nochmal eben als Auffüllen, also wie ich da angetreten bin. Deine Frage ist ja, was ist denn so genau der verdeckte Arbeitsmarkt? Also inderdaad is het zo dat viele Unternehmen, große Unternehmen, kleine Unternehmen stellen niet ausschreiben. Und bei vielen Leuten löst das auch ein Kopfschütteln aus. Die sagen einfach, ich verstehe das nicht. Viele Leute, ich betreue auch, die sagen einfach, wenn ich Unternehmer bin, ich will eine Stelle besetzen, dann mache ich doch eine Anzeige, dann kriege ich da eine Bewerbung und kann ich den Besten aussuchen. Ja, das hört sich logisch an und nein, ist nicht logisch. Und zwar aus dem einfachen Grund, es gibt zwei große Gründe, warum Unternehmen das nicht machen.